Ich möchte jetzt auch ein Duett bringen, aber ich möchte Ihnen noch nicht verraten, wer mein Partner bei dem Duett ist. Wir machen jetzt ein kleines Quiz, ist ja immer klar. Er ist ein sehr charmanter und liebenswürdiger Kollege. Schon mal etwas. Er ist einer der fleißigsten, die ich überhaupt kenne, denn er macht die meisten Sendungen, ob im Hörfunk oder im Fernsehen. Wissen Sie schon? Er kommt mit seiner großen Sendung donnerstags abends zu Ihnen. Na? Ja? Jawohl, er ist es. Und hier ist unser Duett. In deiner Sendung findet oft ein Satz Verwendung, nun den heut ein jeder kennt. Denn dank einem Geistesblitze rufst du laut aus, dass ich spitze und springst hoch mit Temperament. Das stimmt, Heinz, in diesen Tagen sollte man dies öfter sagen, wenn man damit nur erreicht, dass es auf der Welt mehr Sachen gäbe, die uns Freude machen, dann fiel uns der Ausspruch leicht. Ja, das ist spitze, da geht man gerne in die Luft. Ja, das ist spitze, und aller Ärger ist verpufft. Wären niedrig unsere Steuern, würde sich hier nichts verteuern, wär das liebe Geld nicht rar. Gäb es freie Arbeitsplätze, kein Stress und keine Hetze, ja, das wäre wunderbar. Wären nicht so hoch die Zinsen, dann verging uns nicht das Grinsen, wenn man heut ein Häuschen baut. Wär Benzin und Heizöl billig, nun, dann zahlte man auch willig und ein jeder sagte laut, ja, das ist spitze, da geht man gerne in die Luft. Ja, das ist spitze, und aller Ärger ist verpufft. Würde man an vielen Stellen hier bei uns nur Bäume fällen, die als Schlagbäume bekannt, würden Grenzen dann verschwinden, die Gemeinsames verbinden, das es gibt von Land zu Land. Könnte man es wert zu preisen, ohne Pass und Visa reisen, so wie es der Vogel tut. Würde was uns trennt an Mauern, keinen Tag mehr überdauern, dann hieß es, ihr Vogelmut. Ja, das ist spitze, da geht man gerne in die Luft. Ja, das ist spitze, und aller Ärger. Menschen friedlich, wär das Leben doch gemütlich auf dem Globus weit und breit. Niemand von uns hätte Sorgen, keiner hätte Angst vor morgen, das wär eine schöne Zeit. Statt dass Völker ständig rüsten, sich mit neuen Waffen brüsten, hätte man genügend Geld. Dass der Hunger hier auf Erden würde rasch ein Fremdwort werden und man rief auf dieser Welt. Ja, das ist spitze, da geht man gerne in die Luft. Ja, das ist spitze, und aller Ärger ist verbunden. Ja, es gibt noch viel an Dingen, was uns könnte Gutes bringen, was ich wünschte, jedermann. Eine Luft, die frei von Gasen, bunte Blumen, die im Rasen blühen, für uns dann und wann. Keinen Hader, Zwistigkeiten, denn was nützt uns all das Streiten? Dabei kommt doch nichts heraus. Kinder, lebt doch euer Leben, denn was kann es Schöneres geben? Und ruft mit uns beiden aus. Ja, das ist spitze, da geht man gerne in die Luft. Ja, das ist spitze, und aller Ärger ist verpufft. Ja, das ist spitze, da geht man gerne in die Luft. Ja, das ist spitze, und aller Ärger ist verpufft.
Ja. Oh, Hans. Mein lieber Freund, es ist das erste Mal, dass ich im blauen Bock keine Worte mehr habe. Also ehrlich, da geht's wirklich, geht viel Luft drauf. 113 Sendungen hast du hinter dir. Ja. Wie oft bist du mal bei der Spitze da hochgesprungen? Also in keiner Sendung wie jetzt 12 Mal. Das würde man auf die Dauer auch nicht aushalten. Ich habe mich sehr gefreut, dass du den Spaß mitgemacht hast bei deiner vielen Arbeit. Ich habe schon angedeutet, du machst ja wirklich, du bist der Fleißigste, den ich in der Branche habe. Ich höre das gar nicht gern, ich merke das gar nicht so. Doch. Mir macht die Arbeit Spaß. Und ja, dann viele Rundfunksendungen, die du machst. Ja. Er führt Regie, er schreibt Bücher. Ja, Drehbücher, da macht er Memoiren. Ja, genug. Ich werde langsam rot. Ja, um Gottes Willen, vor der Wahl darfst du sowas doch nicht sagen. Um Gottes Willen. Wir werden gar nichts hier. So, und jetzt würde ich dir sagen, du hast im Übrigen, wollen wir gerade sagen wollen, auch Politiker interviewt, ja? Ja, ist mal eine andere Seite, damit man sieht, dass ich nicht nur springen kann. Willst du mal in die Politik gehen, oder was? Im Moment sind noch genügend da, wir können uns später darüber unterhalten. Ja, ich will auf keinen Fall. Ich bleibe bei meinem Bembel, da weiß ich, was ich habe, auf jeden Fall.